Sinti Schubert. Wir versuchen, gesunde, vernünftige Lebensmittel regional zu produzieren. Wir haben unseren kleinen Hofladen seit 2005 eröffnet und schlachten seitdem Schweine, Kühe, Geflügel bei uns auf dem Betrieb, bei uns geboren werden. Und wir verarbeiten die zu Wurst und Fleisch nachhaltig und gesund und sicher. Ne? Du bist eine ganz feine Schicke, ne? Ja, wir mögen uns richtig. Ne? Mausi, ne? Und die mag nicht so kuscheln. Die mag richtig kuscheln. Ne? Das ist schön, ne? Ja, ich will die Kiste ab, ich würde das einfach selber gar nicht mitkriegen. Ja, genau. Ja. Doch, der kann das. Hier auf dem Hof. Natürlich. Ah, okay. Die Tiere hier selber, die werden auch hier selber zerlegt und auch die Wurst wird hier. Oh, alles an einem Ort. Ja, die werden hier geboren und finden auch ihr Ende hier. Das ist hier zum Beispiel eine 100% Rind, die hier jetzt. Ah, ne? Okay. Die sind zwar knochenhart, aber da ist eben null Schwein dran. Ja. Oder jetzt eben, wie gesagt, diese Bratwürstchen, dann machen wir Rinderschinken. Also jetzt wirklich ja, sowas. Mozzarella und sowas. Ist ja normal, wenn ich im Supermarkt kaufe, alles Schwein. Bei uns ist 70% Rindfleisch drin. Ah, okay. Ne? Dadurch schmeckt es viel magerer, also ist viel magerer, man hat auch nicht dieses auf der Zunge, wissen Sie, dann hat man doch manchmal, wenn man so gewurst ist, wie so genau. Ja. Und das hat man da eben alles nicht. Im Leberkäse ist zum Beispiel auch Rinderleber drin, keine Schweineleber. Ne? Also das ist so. Aha. Okay. Da versuchen wir uns halt eben abzuheben. Oder jetzt fangen wir an. Schnitt.